Hallo, hier ist wieder euer Aquariane und in diesem Video möchten wir doch gerne einmal dort anknüpfen, wo wir letztes Mal aufgehört haben und uns eine Lampe für unser virtuelles Aquarium besorgen. Also bleibt doch dran, denn es wird sicher spannend, wenn wir nun einmal hier weitermachen werden. An dieser Stelle hier freue ich mich, dass es auf positive Resonanz gestoßen ist, das ganze Projekt hier. Und in diesem Falle müssen eben auch keine realen Fische dran glauben. Wobei bis jetzt bei mir, möchte ich behaupten, noch kein Fisch zum Tode gekommen ist. Was unter anderem auch daran liegt, dass ich in meinem Aquarium überhaupt keine Fische habe. Außer den Makropoden-Aquarien und den Zebra-Bärbling und noch diversen anderen, die ihr auf meinem Kanal sehen könnt. Aber nicht in diesem Aquarium, was mit 100 Muspellen ruiniert wurde. Wie dem auch sei, genau. Ich freue mich, ich denke... Wir sehen ja hier schon, was Sache ist. Ich habe hier 5 Neonfische in meinem schönen Aquarium und möchte nun eine Lampe besorgen. Ich kann mir auch noch neue Fische hinzufügen, vielleicht einen Guppy. Aber erstmal brauche ich etwas Kleingeld. 2,07 € habe ich und die kosten 4. Na dann. Und ich kann mir sogar ein größeres Aquarium zulegen. Und ich besitze ein kleines, nehme ich mal an. Wir können sehen... So teuer ist ein Aquarium nicht. 120 cm Acryl auch nur 500 €. Wenn man davon absieht, dass ich nur 2 besitze. Aber genau, eine Lampe wird mich kosten. 108 €. 106 €. Also eine Lampe kann eine teure Investition sein. Meine LED-Lampen, die ich im Aquarium verwende, waren wohl recht preisgünstig im Vergleich. Bei guter Leistung. Also fällt schon mal dieser Teil weg, wo wir uns eine Lampe kaufen werden, denn so viel kann ich nie im Leben aufbringen. Nicht einmal, wenn ich meinen Filter an dieser Stelle wieder verkaufen würde. Aber ob damit das Potenzial meines virtuellen simulierten Aquariums schon ausgeschöpft ist, möchte ich an der Stelle noch nicht komplett beurteilen. Wir können ja mal schauen, was es so gibt. Denn ich als Level 1 Aquarium besitze... Habe eigentlich alles geschafft, was man schaffen kann im Leben. Im Aquarium. Wir könnten hier zum Beispiel mal überprüfen. Ja, meine Temperatur 19,8 Grad. 5,2 pH. Sauerstoff ausreichend vorhanden. Nährstoffe einige aufgrund auch vielleicht der halben Dose Fischfutter. Und Nitrit 43. Ich denke, ich werde mal etwas vorspulen und wir können beobachten, wie die Werte sich beeinflussen. Denn die Nährstoffe sinken und der Nitritstickstoff steigt und Ammoniak unverändert. Nun habe ich 1 Milligramm Nitritstickstoff im Wasser pro Liter. Und die Frage stellt sich nun, ab welcher Menge es wohl bedenklich wird. Leider... Jetzt können wir wieder etwas sehen und wie wir sehen, verändern sogar die Fische die Farbe im Licht, je nach Tageszeit. Tja, den Filter kann ich an der Stelle wohl auch nicht weiterverwenden. Ich könnte noch meinen Bestand, Beckenzustand im grünen Bereich, Bildschirmschoner-Modus. Okay. Jetzt habe ich den Bildschirmschoner-Modus aktiviert und wir sehen ein schönes Aquarium mit einigen Neonfischen. Ich denke, an der Stelle, da ich keine 100 Muspelle hineinsetzen kann, möchte ich doch einmal schauen, ob ich nicht doch noch ein Süßwasser-Aquarium an der Stelle mal mir zulegen kann. Wobei vielleicht ich mir das auch aufhebe für ein weiteres Video. Aber ich kann zumindest mal schauen, was es gibt. Denn am Ende des Tages gibt ein... schönes Amazonas-Aquarium sicherlich ein eigenes Video ab, wo ich auf die Scalara eingehen kann und die anderen Dinge, die schon für mich von einem simulierten Profi eingerichtet wurden, so wie ich das verstanden habe. Und ich habe noch die Hälfte meiner Fischfutterdosis. Ich könnte mal mein Wasser wechseln. Nitrat 1,5 Milligramm pro Liter ist das der jetzige Stand. Vielleicht Wasserwechsel. Glückliche Fische, ja? Sie sind glücklich. 20%. Und wie viel Stress haben sie? Auflagen.
mindestens 5 Fische. 5 Spieltage lang. Also man sieht, man kann sogar Herausforderungen annehmen. Da stelle ich mich mit Leichtigkeit. Und das hier. Leicht übersehen werden im Zeitraffer, genau, wenn der Nitritgehalt steigt. Das Zeitraffer ist in der Stunde 1000-fach aktiv. 30 Sekunden. 2 Pflanzen. Okay, und jetzt Zeitraffen. So vergehen gleichzeitig die Tage und meine Fische, was auch immer die zweite Aufgabe war. Oh nein, sie sind alle gestorben. Und jetzt ist es auch noch. Moment, sind sie alle gestorben? Das wäre ja fatal. Oh Mann. Das ist bedauerlich. Naja, sie könnten noch an der Oberfläche schwimmen bei Nacht aufgrund Sauerstoffmangels. Ich pausiere vielleicht lieber mal und überprüfe meine Werte hier. Sauerstoff. Naja, 9,28 Milligramm pro Liter. Das ist doch eine. Ich würde gerne herangehen und vergrößern, um zu erkennen, ob die Fische jetzt über den Jordan gegangen sind. Das wäre ja absolut bedauerlich. Vielleicht lag es am Nitritstickstoff. Vielleicht. Ich kann es leider auch nicht so genau erkennen, weil ich mir keine Lampe leisten kann. Naja, mehr als sterben können sie wohl nicht, also kann ich auch auf Play bleiben. Diese abstrakten Symbole sind meiner Ansicht nach vielleicht etwas zu abstrakt. Hier, Zustand. So. Viel Aufschluss habe ich jetzt hier nicht. Gleichgewicht. Nitritifikation habe ich hier einiges. Pflanzenstoffwechsel. Es ist also so, ich brauche mehr Pflanzen vielleicht. Das auf jeden Fall. Wie genau, Ich bin gestürzt. Ist er tot? Stress? Nein, doch, der pH-Wert. Oh nein. Aber nur der pH-Wert. Den können wir wieder beheben. Er ist nur ganz leicht zu hoch. Also ich denke, der Fisch ist nicht tot. Wahrscheinlich hätte ich die Steine reduzieren müssen, wobei die Härte. Der pH-Wert wird ja indirekt von der Wasserhärte beeinflusst. Das heißt, vielleicht haben die Steine einen Einfluss, aber kann es nur daran liegen? Jetzt hätte ich gerne einen Aufschluss darüber, vielleicht kann ich das Wasser wechseln. Man sieht, die Herausforderungen fangen jetzt erst wirklich an. Ich würde zu gerne hereingehen und vergrößern, ob dieser Fisch hier noch lebt. In der Dunkelheit, ich spule vielleicht mal vor, bis zum nächsten Tag. Aber das sah mir doch eher Saturation. 95% Stress. Das ist 0% Gesundheit. Info. Oh, ich kann ihn entsorgen. Jetzt kann ich näher rangehen. Was ist nur passiert? Oh nein. Das ist bedauerlich. Gut, dass das kein echtes Aquarium war, meine Freunde. Und wie erwähnt, lag es vielleicht daran, dass ich eine ganze Dose Fischfutter hereingegeben habe. Der Filter war vorhanden, daran kann es nicht gelegen haben. Info, Steuerung. Hier, Stress. Das lag wohl am pH-Wert. Allerhöchstens. Der auch nicht wirklich so fatal ist. Er ist sehr niedrig, doch. Vielleicht, ich denke, ich wechsle mal etwas Wasser. Wobei, entsorgen wir ihn halt. Was ist mit diesem hier? Auch entsorgen. Das ist sehr ungünstig. Direkt am Anfang, am 5. Tag sind all meine Fische gestorben. Keine gute Bilanz. Könnte ich sicher sein, in der Realität sieht das anders aus bei mir. Aber wie kann ich denn nun das Wasser wechseln? Der Zug ist wahrscheinlich schon abgefahren. Und die Zeit, die ist auch schon fast wieder um für dieses Video. Und da ich euch ja versprochen habe, im nächsten sehen wir das Amazonas-Aquarium, würde ich das hier jetzt, Verzeihung, offiziell als ruiniert bezeichnen.
an der Stelle. So tragisch wie es nun mal ist. Vielleicht ist das hier für Wasserwechsel. Nein. Das ist also das, was passiert, wenn man eine halbe Dose Fischfutter in sein Aquarium hereingibt. Und vielleicht die dreiwöchige Einfahrtzeit nicht beachtet. Das hat mich nämlich auch noch ein Zuschauer darauf aufmerksam gemacht, dass das eventuell gut ist, es etwas einfahren zu lassen, bevor man die Fische hinzusetzt. Aber ich tippe sehr darauf, dass es am Niedrigstickstoff lag, wie wir hier beobachten konnten. Aber es ist, wie es ist. Und wir haben etwas gelernt, ohne dabei realen Schaden zu verursachen. Das ist doch auch einmal etwas wert. Und ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie ich den Wasserwechsel vornehmen kann. Nicht verlassen. Hier. Tank. Was da? Der riesige verrostete Anker. Ah, da ist doch meine Lampe. Info. Ein. Aha, mit Zeitschalter. Ah. So. Wir sehen also, ich habe eine Lampe im Aquarium gehabt, schon von Anfang an. Das ist doch am Ende sogar der Kreis wieder geschlossen zum anfänglichen Thema, worum es ja hier ging, eine Lampe zu besorgen. Nur leider leben die Fische nicht mehr, um das mitzuerleben. Aber ich kann beim besten Willen hier keine Wasserwechselsteuerung. Sind die Pflanzen rot? Ist das gut? Ist das schlecht? Steht hier auch nicht. I. Das war doch bei Füttern, ich erinnere mich doch. An dieser Stelle entschuldige ich mich fürs unnötige Zeitschinden. Aber Wasserwechsel durchzuführen ist ein wichtiges Thema im Aquarium. Und das sollte ich auch mal in der Realität tun. Bei meinem Aquarium, wenn der Stickstoff-Nitrit-Gehalt so hoch ist. Oder was auch immer es in meinem Fall war mit den Algen. An der Stelle, genau. Nein, ich denke, ich, einkaufen, Information, Bestand. Das war noch bei Objekten, die ich... Futter, Stab, Rückwand. Tja. Ich fürchte, wir werden es nicht mehr erfahren in diesem Video, wie man Wasser wechselt, aber vielleicht im nächsten. Auch wenn sich jetzt alle natürlich darauf gefreut haben, dass ich das Wasser wechsle. Verkaufen, Aufgaben, Überblick, Gegenstände, Glühbirne. Ah, das hier ist die Kurzfilter. Das kann ich nicht lesen. Halsstab. Gegenstände. Da, ich hab's gefunden. Zu guter Letzt 100% Wasserwechsel. Wir haben's geschafft. Jetzt ist das Wasser komplett auf besten Werten. Das hätte ich mal lieber machen sollen, bevor ich die Fische... Naja, im Zeitraffer geht das schneller als in der Realität, das wurde ja erwähnt. Von der Stelle ist es sehr bedauerlich, aber das wird mir sicherlich nicht noch ein zweites Mal passieren. Wenn wir vielleicht im nächsten Video noch einmal das Amazonas Scala Aquarium ansehen werden, was es ja auch noch gibt. Und wie erwähnt, würde ich dieses Aquarium hier offiziell als ruiniert bezeichnen. Jetzt ist es ja wieder auf einem guten Weg, nachdem ich 100% des Wassers ausgewechselt habe und keinen Fisch habe, den ich hier noch hinzufügen. Doch hier. Nein. Die sind leider noch die verstorbenen Fische, die ich lose in meiner Hosentasche aufbewahre, offenbar, anstatt sie ordnungsgemäß zu entsorgen. Genau, also es ist zwar bedauerlich, aber das ist beim Aquarium durchaus etwas, was man von vornherein vermeiden kann, wenn man kurz darüber nachdenkt, wie viel Futter die Fische vielleicht vertragen können. Das ist also etwas, was wir heute gelernt haben. Und ich finde, der Simulator hat das sehr gut simuliert an der Stelle, realistisch. Es ist ungefähr so gelaufen, wie es die meisten vorhersagen würden. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und wenn ihr mich schon abonniert habt, solltet ihr nicht vergessen, die Glocke zu läuten. Klingeling. Damit ihr kein weiteres Video verpasst. Damit sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Aquarianer.